Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Opel Rocks E, einem Leichtkraftfahrzeug, kein Auto wohlgemerkt. Und das fährt rein elektrisch, soll euch oder Teenager im Alter von 15, 16 Jahren nicht nur trocken, sondern auch etwas sicherer von A nach B bringen und vor allem ihnen auch eine gehörige Portion Freiheit ermöglichen. Und wir wollen uns heute gemeinsam mal den Opel Rocks E genauer anschauen. Wie fährt er sich? Was hat er denn für Spezifikationen? Was ist vielleicht cool? Was vielleicht weniger cool? Und was kostet das Ganze natürlich? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr dran bleibt. Gebt dem ganzen Video einen Like, wenn es euch gefällt. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan. Und vor allem schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Opel Rocks E oder auch zur Roxy, wie ich sie nenne. Der Opel Rocks E ist ein Leichtkraftfahrzeug, also hat eine Zulassung mit Versicherungskennzeichen, welches sich an der hinteren Kunststoffverkleidung befindet, so wie hier vorne, nur dass man hier nochmal das Namensschild reingetan hat. LED-Scheinwerfer an Vorder- und Hinterseite sind vorhanden. Übrigens, Vorder- und Hinterseite, wenn man mal genauer hinschaut, sind sogar identisch. Auch der Opel Visor, das Markengesicht der Firma Opel bei den Pkw-Modellen, wurde hier auf den Rocks E übertragen, sodass man vielleicht einfach auch ein Familienzugehörigkeitsempfinden hat. Es steckt hier ein Elektromotor drinnen, der eine Nennleistung von 6 kW hat. Das ist für die Zulassung als Leichtkraftfahrzeug mit dem Führerschein AM notwendig. Wir haben eine 5,5 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie hier unten in dem Boden eingelassen. Die sorgt dafür, dass wir eine Reichweite von 75 Kilometer gemäß WLTP erreichen. In der Praxis reden wir hier eher von 60 bis 65 Kilometern. Geladen wird der ganze Wagen dann über einen 220 Volt Hausanschluss. In 4 Stunden wird er vollgeladen und das Ladekabel befindet sich dann auf der Beifahrerseite. Und zwar ist es dann hier hinten komplett drinnen. Ein 3 Meter langes Kabel steckt dann da drinnen und da kommt man dann eigentlich auch an jede Steckdose ran. Wir haben hier die Ausstattungslinie Techno. Das ist eine höhere Ausstattungslinie. Die hat dann eben so gelbe Accessoires innen und außen und hat auch Radzierblenden. Es gibt noch die Version Club, da ist dann alles in Grau gehalten. Oder es gibt eben die normale Rocks E-Variante, da gibt es dann Stahlfelgen und eben keine Applikationen hier im Innenraum für Verstaumöglichkeiten oder ähnliches. Jetzt würde ich aber mal sagen, wir schauen dem 2,41 Meter kurzen Opel Rocks E mal in den Innenraum. Ja, der Zustieg hier in den Opel Rocks E erfolgt gegen eine gegenläufig zur Fahrbahn öffnenden Tür. Die Beifahrerseite ist anders angeschlagen. Es ist nämlich die identische Tür. Die öffnet also dann, wie man es gewohnt ist von einem Pkw. Ein bisschen schade ist, dass die hier immer wieder zufällt. Gerade jetzt, wir haben auch ein bisschen windigeres Wetter hier draußen. Die bleibt leider nicht stehen. Da muss man dann sich hier tatsächlich hier einfach mal reinziehen. Dann hört man auch schon, das ist schon etwas rustikaler, das Schließgeräusch. Also hier ist wie gesagt nichts gedämmt. Wir haben hier einen Gitterrahmen, der hier rumgezogen ist und darüber wurde einfach die Plastikhaut gezogen. Somit ist das alles sehr, sehr hellhörig hier drinnen. Man hört sehr, sehr viel von der Straße, sowohl vom Antrieb, von Kieselsteinchen oder aber Schläge oder ähnliches, Knistern, Knastern. Also das ist schon sehr, sehr rustikal hier drinnen und eben einfach nur
um eben die Fortbewegung von A nach B sicherzustellen. Dafür regnet es hier halt nicht rein. Es ist etwas temperierter hier drinnen, auch wenn wir keine Heizung haben. Das Einzige, was wir haben hier in der Mitte, das ist eine Lüftung für die Windschutzscheibe, dass die eben nicht beschlägt, dass man nicht jedes Mal mit dem altbekannten Schwamm da quasi die Scheiben, beschlagenen Scheiben sauber machen muss. Sitzen tue ich hier hinter einem 3-Speichen-Lenkrad. Es gibt noch ein kleines digitales Kombi-Instrument. Das Kombi-Instrument zeigt dann lediglich Geschwindigkeit, Akkufüllstand, Reichweite und den Gesamtkilometerstand des Fahrzeuges. Einstellbar ist das Ganze nicht. Genauso wie im Grunde die Sitze nicht irgendwie höhenverstellbar oder lehnenverstellbar sind. Nein, lediglich am Fahrersitz muss man sich hier eben an diesem Längenverstellmechanismus austoben. Und dann sieht man auch schon so ein bisschen, ich stoße hier eben mit den Knien an dem zwar trotzdem unten abgeflachten Lenkrad an, gefällt mir also nicht so gut. Das ist insgesamt, dann sitzt man eher etwas, naja, unergonomisch hier in diesem Fahrzeug drinnen. Der Beifahrersitz hier ist auch hart gepolstert, wie genauso der Fahrer. Da steigt man dann doch nach 30, 40 Kilometern ganz gerne wieder aus. Länge verstellbar ist der nicht, der bleibt fix, denn man hat hier auf dem Beifahrer, vor dem Beifahrerfußraum hat man dieses Gepäckabteil untergebracht. Und da kann man dann Rucksack oder eben was Kleines nochmal reinschmeißen, Einkäufe oder Ähnliches. Das passt ganz gut. Und da ist nochmal ein kleines Netzgitter eingezogen, dass es eben nicht zwischen die Pedalerie fällt. Also da hat man auf alle Fälle mitgedacht. Infotainment besteht hier drinnen einfach aus einer Musikbox, die man sich einfach aus dem Zubehörhandel kaufen sollte. Die hier von JBL, die Opel anbietet, die stinkt wirklich grausig nach Kunststoff. Passt aber eben in diese 3D, aus dem 3D-Drucker stammenden Elemente, die man hier in den Armaturenträger reingelegt hat. Die in neongelb ausgefärbten Elemente stammen aus dem 3D-Drucker und sind auch Teil der sogenannten Techno-Variante, die man eben hier mit diesen neongelben Elementen bestückt. Einen Smartphone-Halter gibt es hier. Es gibt auch eine USB-Schnittstelle sowie eine Warnblinkanlage. Und ansonsten steckt auch hier schon der Zündschlüssel drinnen. Die Schalter für das Eingang-Reduktionsgetriebe, die sind links vom Fahrersitzpolster untergebracht und da kann man das Ganze dann durchschalten. Für Frischluft gibt es zwei Fenster, die man hier aufklappen kann. Dann kann man eben angenehm, wie mal so als Jugendlicher, wunderbar hier schön den Arm raushängen lassen. Wenn das Ganze dann zu kalt wird, kann man das wieder zumachen oder aber man muss es eben öffnen, um den, naja, Außenspiegel, nennen wir es mal, zu verstellen. Die Sicht ist da eher eingeschränkt nach hinten, genauso wie die Sicht nach hinten eingeschränkt ist durch diesen Mini-Innenspiegel. Meiner Meinung nach, da sollte man sich vom Schrottplatz einfach was vom PKW holen und dann einen ordentlichen Innenspiegel da reinkleben. Bringt meiner Meinung nach etwas mehr. So, dann machen wir hier mal die Schotten dicht und dann würde ich sagen, lasst uns einfach mal zur Probefahrt hier im ROX-E. So, los geht die Reise. 20, 30, 35, 40 und 45 Topspeed ist erreicht. Ja, und jetzt können wir uns bei Topspeed natürlich unterhalten. Hier drin halt es angenehm. Ich bin jetzt auf einer etwas ruhigeren Landstraße unterwegs. Und Landstraße ist jetzt irgendwie nicht so etwas, wo man sich wirklich wohlfühlt mit dem Ding. Ja, der Vorteil ist gegenüber eines Rollers, man nimmt mehr Platz auf der Straße ein. Das heißt, die Autos können nicht so eng und scharf an einem vorbeifahren. Das ist richtig. Aber wirklich wohl fühlt man sich meiner Meinung nach jetzt hier nicht, wenn man auf einer normalen Landstraße da mit 45 Stundenkilometern dahin zuckelt. In der Stadt ist aber die Geschwindigkeit von 45 km/h völlig ausreichend. Gerade wenn man sich in großen Städten bewegt, dann ist man damit schon zügig unterwegs und auch ausreichend schnell. Jetzt für eine Landstraße würde ich mir wünschen, dass man vielleicht zumindest 60 fahren könnte, auch wenn dann vermutlich das Innengeräuschniveau noch mehr ansteigen würde. Die Federung ist jetzt auf das Allernötigste beschränkt.
Auch natürlich das Gestühl dämpft jetzt oder federt natürlich jetzt nicht wirklich irgendwas ab. Ja, es ist ein Zweckfahrzeug, das muss man ganz klar sagen. Optisch finde ich ihn ja so ganz cool, aber ich weiß halt nicht, wäre das etwas für einen 15-Jährigen oder 16-Jährigen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr Kinder in dem Alter habt oder aber ihr in dem Alter seid, was ihr zu dem Teilchen hier sagt. Ich glaube, das Fazit werden wir jetzt heute mal so machen, denn es dauert noch ein bisschen sonst, bis ich da wäre. Und das ganze Fahrzeug hier kostet 8.790 Euro als Techno-Variante. Die Basis-Variante gibt es für 7.990 Euro. Opel sagt selber, wenn man eine Anzahlung macht von 2.950 Euro, dann kann man für unter 50 Euro monatlich das Ganze abzahlen. Das kostet also weniger als ein Ticket des öffentlichen Personennahverkehrs. Dann kommen natürlich noch die Stromkosten dazu, aber die halten sich ja relativ in Grenzen mit, wie gesagt, 5,5 Kilowattstunden und eben so rund 60 Kilometer kommt man damit weit. Also für die meisten, die dann irgendwo zur Schule fahren oder eben zur Ausbildungsstätte, wird das dann schon mal so 2-3 Tage eben halten, ehe man ihn dann zu Hause an die Steckdose hängt. Ich finde ihn, wie gesagt, ganz witzig, den Opel Rocks E, und würde mir aber dennoch wünschen, dass man da irgendwie nochmal vielleicht eine größere Variante auflegt für Leute, die dann eben einen Pkw-Führerschein haben. Dann wäre das durchaus praktisch. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, ein Abo auf dem Kanal und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Ubi Testet, wenn wir vielleicht wieder was nächste komische Gefährt testen. Tschüss und Servus, euer Ubi.